Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe mit Dalukart und allen aus dem Team Pietsmeet. Wir spielen hallo. Heute, jetzt habe ich gar nicht reingeguckt. Toads Hafenstadt. Ohne Teams spielen Toads wir mit Standard-Items. Toads Hafenstadt, ja, die kommt jetzt dran. Okay. Das ganze Pattern wurde aufgelöst, ist jetzt bekannt, welche Strecken jetzt überhaupt kommen. Was? Guck mal, Toads Hafenstadt. Dalu ist ein Zauberer. Die nächste Map, die kommt, das ist die, die Jay wählt. Ja. Als ob. Ja, könnt ihr gleich gucken. Wenn das. Na gut. Jetzt lustig. Ach, stimmt, ich hab wieder den grünen Mann mit dem bösen Blick. Warte mal. Wenn Peter seinen Alten fährt, dann stinke ich mit an. Warte mal, Alter. Noch freut er sich. Boah, guck mal, wie blaue Scheige. Oh, Scheiße, das hab ich natürlich vergessen. Nein, zu driften. Oh, blöd. Scheiße, jetzt hat der Bram aber war ein Wurf. Ach komm, Bram, ey. Oder ist Dalu auch direkt mit drei Bananchen, ey. Bist aber auch ein Typ, ach, heute. Fuck. Ey, hallo, nicht da rein. Ah, Menno! Wieso bleib ich denn jetzt hier die ganze Zeit in der Wand hängen? Was ist denn für Quatsch? Sepp, hau mal den Snob da weg. Hui! Was? Ach, das gibt's doch nicht, ey. Dann lande ich in Peter drin mit seiner fucking Fre. Ich hab einfach so viel Pech, das gibt's in doch nicht. In Peter möchte natürlich jeder gerne sein. Die Rode. Noch ja, und die? Ja, okay. Oh nein, hier kommt. Der eine trifft den nächsten mit der roten und dann trifft der den mit der roten und dann ist hier Roden-Party. Alter, das kann doch nicht sein. Ja, hast du schon. Komm jetzt die ganzen Items, roten her! Ja, ist halt. Man muss furiose Items ausmachen. So Quatsch, oh es gibt einfach nur noch rote, ey. Ich hab die ganze Zeit einen ziemlich schneller machen, aber wie komme ich überhaupt nicht nach vorne? Der Shy Guy ist wieder da. Wie hast du die denn abgeacht? Shy hat die Grünen dahin geschossen. Natürlich. Arsch. Das war jetzt ärgerlich. Ey, Bram, was geht? Er fährst einmal außen rum. Oh, wo kamen denn die Grünen? Oh, die Grünen. Oh, what the fuck? Hat mich denn gerade getroffen? Da kommt natürlich noch die Blaue. Was hat mich denn jetzt getroffen? Ich bin zwar mal von nix getroffen worden, das ist doch scheiße. Weißt du, ist er nix. Peter hat das gleiche Item wie ich, da kann ich ja richtig gut aufholen. Ja, wäre auch ganz schön frech, wenn du mich jetzt kurz vor knapp noch überholen würdest. Guck mal, wo die anderen sind da. Wir haben voll versagt, diese Runde. Ja, das stimmt. Da, du ja, Jay war vorne, ey. Der hellblaue Ski-Guy. Machst du dir jetzt auch so eine ärgerlich, Friese? Ärgerlich. Ich hab mir eine wie Ludwig gemacht. Ja, das meine ich ja, aber jetzt hast du ja einen hellblauen Ski-Guy. Ich denke, du hast eine wie Peter. Was wär's denn der Ski-Guy? Der Shy-Guy, aber der hat ja keine. Ski-Guy ist das dann, wenn quasi der Shy-Guy sich seinen Penis abschneidet, ja. Oder was? Ja, der Ski-Guy. Nein, andersrum, oder? Das müsst ihr ja dazugekriegen. Sonst wärt ihr ja Geisha. Auch immer. Vielleicht, keine Ahnung. Aber wir fahren jetzt echt die Regen. Nicht zu verwechseln mit der Geisha. So ein Kack. Hm. Nein, Dalu. Doch, ist so. Aber ein. Na, okay. Ding. Dann kommt da halt ich meine Strecke. Meine Strecke wird mit Abstand am wenigsten genommen. Ja, stimmt. Kommt auch leider jetzt nicht dran. Ja, Dalu, du hast keine Ahnung. Tut hier ich so. Ich hab halt geraten. Ja, wäre lustig ja. Gewesen. Wenn das geklappt dann hätte. Dann wären wieder alle ausgeflippt, ey. Ja, das wäre einfach wirklich krass gewesen. Man muss ja was riskieren. Da vorne ist der dicke, kleine, Alarm. Hellblaue Shy-Guy. Alarm. Ja, der hat echt ein bisschen zugenommen, der Shy Guy. Leg da, Ludwig. Ludwig? Was? Bram fällt wieder Ludwig. Ey, mega Abkürzung gerade. In der dritten Runde über die Uhr, das ist eine Abkürzung. Gut, dass ich meine Rote nicht nach vorne schieße. Brauche ich schon wieder für die Defense. Naja, ich habe gerade auch Defense gemacht. Ey, was ist da los? Geht weg da mit euren Roten. Achso, die war für Dalu. Ja, das ist ja schön. Hattest du deine Rote nicht noch hinter dir, Dalu? Doch. Deswegen hast du mich auch nicht getroffen. Lol, auf meinem Bildschirm, auf meiner Karte hast du dich sogar gedreht. Ach, das ist ein Anzeigenfehler. Bei mir auch?
Also du warst vor mir und ich habe dich eiskalt gesehen. Ja. Dann! Ja, da bringt die Defense auch nichts, ne? Was seid ihr denn da alle? Auf dich so zu freuen. Ich bin gar nicht letzter. Denk dran, Peter, die Uhr steht gut. Oh nein! Warum, Peter, nimmt sie dich? Was denn für eine Abkürzung? Ich kenne die gar nicht. Einfach in der Mitte über die Uhr fahren. Da, wo ihr gerade alle im Kreis oben so. Fahren. Geht nur in der dritten Runde. Ich stehe immer noch die rote voll. Ja, ja, richtig lange. Da kommt schon wieder die ewige blaue. Hallo. Oh nein, Bram! Du Arsch! Oh, jetzt kommt Pi noch. Hat er gib mir doch was Geiles. Das ist doch nichts Geiles! Oh nein, jetzt trifft mich doch die Rode. Nein, trifft sie mich nicht. Warum seid ihr denn jetzt alle schneller? Ich will auch schnell! Oh nein, Jay hat mich nur gekriegt. Der hat auch einen Stern, der Arsch. So eine Kacke. Die eine Rote, die hätte nicht sein müssen. Hey, so verkehrt bin ich doch gar nicht gefahren. Und wieder nur Fehler geworden. Ach, Mann. Mittlerweile fahren alle gar nicht so verkehrt gefühlt. Ist doch ziemlich schwer, falsch rumzufahren, bis wir zurückgesetzt. Oh, ne, wirst du sogar disconnected. Oh, aber ich wollte gerade sagen, haben wir noch gar nicht probiert, dieses Mario Kart. Das stimmt, da müssen wir wieder ein bisschen mehr die Regenbogenstrecke fahren. Ja. Auf dem N64 durfte man falsch rumfahren, hat dann die Leute genervt, die vorne waren. Das waren noch Zeiten darüber. Ja. Jawohl! Ich verstehe gar nicht, warum das überhaupt so gemacht wird. Also ja, wegen Online-Trollen und so, wenn es um Punkte geht. Ja, die Punkte, die sind online natürlich richtig wichtig. Ja, manchen Leuten ist auch die KD in COD wichtig. Hallo. Ja. Nee. Also, auf KD habe ich noch nie geachtet. Was ist denn da stehen geblieben? Ja. Leck mir am Arsch, das war meine Runde, meine Strecke, oder? Natürlich wäre ich wieder. Ey, war meine Strecke. Ey, wieso bin ich denn von ihm getroffen worden? Ja, Peter hatte 2 Votes. Oh, okay. Jetzt fahre ich mir noch Quatsch zusammen und. Egal, einfach schießen hier. Ja, komm, Alter. Einfach schießen. Ah ja, ohne Spaß, Jay. Ich bin doch. Du hast die nach hinten geschossen, ich hab die nach vorne geschossen. Das hat zum Glück alles ziemlich gut gepasst. Ich werd gleich überrundet. Oh, Jay, du Arsch! Ist wieder. Oh ne, Bram hab ich das. Oh, Dalu! Nein! Gönn dir einen Pilz. Deine scheiß Pilze, was geht? Was ist falsch mit dir? Oh Mann! Ich komme halt nicht an. Ich weiß auch nicht, wieso ich das Spiel so hart verlernt habe. Warum fick dich da einfach? Hör mal, die Rode braucht aber auch gerade eine halbe Runde, bis die mich mal überhaupt erwischt, ey. Ohne. Boah, da kommt eine blaue. Oh nein. Das ist jetzt richtig sackig. Die Rote hat mich auch getroffen. Und der hat eine Rakete als. Unglaublich. Das ist halt echt ein Witz. Also, keine Ahnung, ich kam halt nicht an dich ran. Ja, weil ich halt perfekt gefahren bin, vielleicht. Ja, ich auch. Ja, aber du mich auch nicht getroffen hast, warum solltest du dann an mich rankommen? Ja. Hä, wieso hat der den anderen nicht getroffen? Weil der auch einen Stern hatte. Oh nein. Ach komm, ey. Ja, du hast mich doch überholt jetzt am Ende, haben mich ja dann doch Sachen getroffen und dann kannst du mich natürlich nicht überholen. Blau, ey. Sonst hätte ich dich echt nicht erwischt. Genau. Dann Witz. Wie so ein Witz, wenn wir beide perfekt fahren und nicht getroffen werden. So, warum solltest du mich dann überholen können? Weil du musst wieder furios stellen. Da ist doch Prinzip sind doch genau das Gleiche. Aber doch die Erstplatzierten sind halt immer dominant in der Regel. Ja, auf furiose Items ist es immer so, der Erste kriegt immer alles ab. Ja, aber dann ist es wenigstens immer spannend. Random. Moment, wie kann denn der Erste auf furiose Items alles abkriegen? Weil der Zweite nur Rote kriegt, oder nicht? Aber das war doch gerade auch spannend, Jay. Ich wurde doch dann in der letzten Runde, vorletzte Kurve noch getroffen und du konntest noch mich überholen und bist Erster geworden. Ja, weil der Großteil wird halt immer dominiert. Das war jetzt vielleicht ein Rennen. Ist ja auch streckenabhängig. Peter wird jetzt fuck! Guck mal, hier ist das schön. Ja, einfach mal beobachten. Hier in Peters neuer Erstplatzierte die ganze Zeit dominiert. Er hat den da gebremst. Jetzt drückt er mir eine Rode dafür rein. Alter, Peter. Mir ist gerade gar nicht so klar, wer erstplatziert ist. Wow. Ich einen Bumerang. Hallo, ist erstplatzierte. Peter! Die Rode war für dich. Schön, die Rode hab gekriegt. Ach, aber Arsch war die für mich, ey. Alter, leck mich doch am Höschen. Fahr doch nicht immer da rein. Am Höschen? Ja, dominiert Peter. Oh nein. Ja, sehr dominant. In der letzten Kurve war ich kurz vor. Ach komm, Bram! Das ist schon krass. Deine schwulen Pflanze da.
Jetzt kommt nämlich die Roten. Jetzt geht er los. Gib die erste Kugel. Ja, ich habe jetzt so viel abgekriegt hier hinten. Beide Kugeln abwehren? Oh nein. Kacke, ey. Die dritte kann ich natürlich nicht abwehren. Jetzt. Alter, nur am Dominieren, der Jay. Das ist krass. Habt ihr noch was zum Blocken? Ich schieß noch mal da. Nee, ich hab nichts zum Blocken. Ich werde jetzt getroffen. Damit. Ah! Ja. Natürlich ja, trifft die mich. Oh nein, jetzt kommt die blaue. Scheiße. Ja, schon krass hier. Die Dominiererei. Was hat mich denn da noch getroffen? Da war doch nix. Nein, jetzt kommt noch die Rode, die mich. Die Rode hat getroffen, Peter fällt einfach weiter her. Ja, da war ich noch in dem. Ah, ja, alles klar. Hier, da war ich noch in dem kaputten Modus. Jay wurde getroffen, fällt einfach weiter. Alter. Ja, das ist Desinkar. Alter, letzte Runde war ja noch ekelhaft hier. Ja, ich bin letzter geworden. Oh Mann. Naja, zweiter ist okay. Ui, ui, ui. Ja, Dalu hat mittlerweile in Mario Kart auch raus, uns in die Schranken zu weisen. Ja, der Peter hat einfach nur ein schlechtes Rennen gehabt. Du bist fast perfekt gefahren, bis auf 3 Punkte, wa? Das ist ja schon schlecht. Ja, das muss halt zumindest der Anspruch sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.